goldener Herbst hier im LS22. Fantastisches Feeling, ab in den Herbst, ab in die Erntezeit. Und wir sind ja dabei, Silage zu machen. Aber bis die Silage fertig ist, muss ich noch einen ganzen Monat warten. Und die Zeit, die nutzen wir jetzt. Und wir gucken uns mal an, wie das denn dann im großen Stil mit dem Silage produzieren aussieht. Also rein da. Attacke Vollgas. Da hinten ist das Fahrsilo mit Silage. Ungefähr 80% hat sie schon. Also sie ist schon gut reif. Aber damit ich das mal so schön komplett lerne sozusagen, schnapp ich mir jetzt einen kompletten Silageauftrag. Also rein in die Aufträge. Ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt. Da unten haben wir das. Und hier gibt es verschiedene Ballenpressaufträge. Es sind nicht alle Ballenpressaufträge gleichzeitig auch Silageaufträge. Das haben wir da an der Seite stehen. Manche wollen auch nur das Gras. Aber hier geht es zum Ballenpressen. Und ich habe schon ein bisschen durchgeguckt. Es gibt ja auch so ein Riesending. Aber, also wäre natürlich schon interessant, aber hier geht es dann darum, die wollen dann das Gras. Und das muss ich dann extra nochmal drüber, da muss ich nochmal drüber brettern und dann das Trocknen und so weiter und so weiter. Und das hier hat mich ja schon überzeugt. Wenn ich hier die Geräte ausleihe, dann sinkt meine Belohnung hier um 68 Euro. Das ist ja nix. Also, dann mache ich das doch nochmal eben. Hab hier fast alle Geräte, also hier die Mähwerke und so, sehen schon ein bisschen anders aus. Aber ich mache das hier einfach mal. Geräte ausleihen, Feld Nummer 13, ist gar nicht so groß. Wir gucken gleich nochmal. Zack. Feld Nummer 13, ich hatte gerade schon mal geschaut, das ist hier oben. Ein winzig kleines Feld und das ist doch mal zum Testen gar nicht so schlecht. Und dafür kriegen wir verdammt viel Cash. Also, ab in die Wagen. Das ist er hier. Hammer. Ich bin gespannt. Oh, der sieht auch cool aus. Das ist so ein grün Metallic. Das ist aber, der hat aber auch schick. Warte mal, wie machen wir? Wir müssen gerade, ich glaube, wir müssen erstmal das Ding hier anhängen. Das Gerät. Zack. Hängt. Muss ich das heben oder fahre ich damit rum? Ich fahre doch nicht damit rum, oder? Senken, einstellen, aufklappen. Was ist mir mit V? Aufklappen, Tatsache. Ich fahre doch nicht damit über die Straße, oder? Senken, anschalten, X, fährt er wieder zusammen. Ich fahre damit über die Straße. Maybe, okay, vielleicht doch. Naja. So, dann muss ich das Ding da vorne nochmal ankoppeln. Sieht schon geil aus, die Karre hier, Alter. Das ist mal ein schicker... Das ist mal ein schickes Teil, ey. Auch nicht schlecht. Was ist das hier? Wie heißt das Ding? Valtra. Mo, die Valtra, Alter. So, jetzt müssen wir das mal eben hier vorne noch ankoppeln. So, haben wir auch. Das heißt, Mähwerk vorne und hinten. Und die anderen Sachen, die muss ich gleich auch noch abholen. Aber dafür fahre ich jetzt gleich erstmal nach oben. Also, das nehmen wir jetzt erstmal mit. Oder ich hole mir meinen zweiten Traktor und fahre dann damit hoch. Ich weiß es noch nicht. Andererseits, nee, dann sind das ja meine Spritkosten. Ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal nach oben. Hier oben geht es rauf. Ist schon ein bisschen Strecke. Aber das wird schon. Attacke. Erstmal die ganzen Geräte hochschleppen. Und dann alles abmähen. Ist das hier schon? Das muss doch hier schon sein, ne? Ich habe die Map wieder ausgeschaltet. Wo ist denn? Ja doch, das ist es hier schon. Das hier links ist es. Das ist ja gar nichts. Das ist ja wirklich gar nichts, ne? Und jetzt ist die Frage für mich. Mal Mähwerk. Das ist hier vorne. Mähwerk V-Senke. Ne, das war jetzt hinten. Okay. Das ist ja komisch. Das ist ja so schräg, ey. Den hatte ich auf jeden Fall schon mal nicht als... guck mal. Ah, der zieht sich so zur Seite dann. Den wollte ich auf jeden Fall schon mal nicht haben.
So, Mähwerk anschalten. Okay, das andere ist vorne. Aufklappen. Senken. Okay, kann ich am rückwärts fahren? Ja. Das heißt, ich habe aber trotz allem schon eine relativ breite Fläche, die ich hier abmähen kann. Ohne Scheiß, Alter. Ich fahre jetzt hier einfach random über den Acker. Das Ding ist 2,50 Meter groß. Das ist mir komplett wurscht. Anschalten. Nochmal Steuerung B. Dass er beides anstellt. Und dann gib ihm. Ich fahre es mal so leicht schräg. Kommt er hier mit? Er kommt hier mit. Ja, er kommt hier mit. Guck mal hier, Alter. LOL. Ich ziehe einfach mal eben durch. Aber er mäht es trotzdem, ne? Er mäht es trotzdem. Das ist schon ein bisschen witzig, das Teil, ey. Aber ich will es nicht haben. Da wirst du ja kirre, wenn das so asymmetrisch neben dir herfährt. Aber er nimmt die ganze Fläche safe mit. Das ist cool, ey. Aber es gibt immer Theater. Guck mal. Wenn man da so halb drüber fährt, nee, sowas, zum Glück habe ich den nicht. Ich habe das gewählt, was eben hinten so flügelmäßig ist. Also vorne einmal die große Fläche und hinten dann so flügelmäßig. Ich mache gleich bestimmt einmal nochmal so ein Vorgewende an der Seite. Wobei lohnt schon nicht mehr, ne? Aber jetzt mal ernsthaft, ich kriege für diesen Auftrag 5000 Flocken. Also, ich muss natürlich hier noch ein bisschen was machen. Und so Sachen, das ist ja klar. Aber 5? Come on! Das ist auch ein bisschen drüber. Das ist ja der Hammer. So, schön hier durchziehen. Weißt du was, ich mach sogar das Ding an der Seite hier ab, ey. Das ist ja nur nervig. Seriously, jetzt mal ernsthaft. Das ist doch wirklich nervig hier an der Seite. Guck dir das mal an. Das kleine Ding da, der Wurmfortsatz, den du da an der Seite dran hast. Wer will denn sowas, ey? Das ist ja ein Ding. Also ich kann mir vorstellen, wenn da vielleicht einen Erntehelfer mit rumfährt, dass der damit irgendwie klarkommt und dann kann er immer schön wenden und dann zieht er sich da das alles schön weg. Das kann er ja gerne machen, ne? Aber ohne Scheiße, für mich jetzt gerade ist das hier nicht wahnsinnig sexy, ey. Habe ich gerade das Teil so ein bisschen im Blick, dass das mehr läuft. Jetzt fahren wir da über die große Fläche. Und dann sollte das doch hier an für sich alles schon gut abgeerntet sein. So, perfekt. Jetzt fahren wir hier nochmal ein bisschen über die Seite. Und ohne Flachs, Alter. Wenn ich das gleich hier alles noch... Das muss ich gleich mal checken. Wenn ich hier gleich nochmal so ein bisschen mehr abernten kann. Und dadurch noch mehr Silage bekomme. Und die dann auch noch verkaufen kann. Und dann ich dann dadurch mehr Cash kriege. Dann nehme ich das natürlich mit hier. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Alter, wie das hin und her eiert. Nee, das ist überhaupt nichts für mich, ey. Da bin ich ja heilfroh, dass ich mich für die anderen Dinger entschieden habe. So, abladen. Ich hole jetzt schnell die anderen Geräte. Dann muss ich das, glaube ich, alles zusammenkehren. Zu so schönen Häufchen. Dann mit dem nächsten Gerät drüber fahren. Zu Ballen pressen. Und dann als nächstes die Ballen einwickeln. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Aber ohne Flachs, bisher macht das schon Spaß. So, was hatte ich gesagt? Einwickeln kommt zum Schluss, ne? Und ich kann, glaube ich, beide... Ne, ich muss die alle hinten anhängen. Ich muss das jetzt erstmal hier einmal wenden. Genau. Zack. Ja, das wird jetzt zusammengerecht damit. Danach kommt das zweite Gerät hier, der rote Klotz. Der sammelt daraus das ein und danach kommt das dritte. Und dann, ja, das Nervige an dem Auftrag ist die Fahrerei. Aber ich glaube, das geht so gerade noch. Das ist jetzt nicht ganz so wild. Naja, aber das skippen wir natürlich, ne? Einfach skip, zack. Und dann wird gleich hier schön zusammengerecht. So, also, so ist das doch ganz gut. Jetzt wieder hier ausklappen. Schwader. Schwader senken. Yo.
Oh, wie er sich komplett ausschwadert. Jawollo. So, Schwader anschalten. Muss ich noch was machen? Nö, senken habe ich schon. Zuklappen wollen wir nicht, also an damit. Und jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Ne? Jetzt wollen wir hier schön gerade bahnen, damit wir hier schön in einem durch dann die Dinger einsammeln können, die Bahnen. Deswegen wird jetzt hier schön durchgeschwadert. Und das auch tatsächlich schön ordentlich. Genau, guck mal hier, nimmt der alles tipptopp mit. Jetzt machen wir, ja, perfekt. Das mache ich schön die nächste Runde. Das mache ich auch ein bisschen langsamer, ein bisschen gewissenhafter. Wie gesagt, alles andere wäre sonst einfach nur nervig. Guck mal, wir hier aber auch breitflächig. Sehr gut. Oh, da nimmt er aber schon eine wirklich große Fläche auch mit. Nice. Ja, das passt doch ganz gut. So, das Ganze ziehen wir hier einfach durch. Auch wieder, ja, perfekt. Perfekt. Da dann gleich, wie gesagt, einfach mit dem, mit Doppala nicht so doll. So. Ja. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Na ja, doch, passt. So, dann hier gleich mit dem, mit der Maschine, die das alles dann einsammelt. Dann schön die Ballen pressen mit der Ballenpressmaschine. Und da ist natürlich jetzt dann der Knackpunkt. Ne? Wenn du also irgendwann eine Ballenpressmaschine hast, die automatisch schon die Folie drum haut, dann spart man sich natürlich einen Durchgang hier. Und damit liebäugle ich natürlich. Ne? Also ich meine, mein erster Schritt ist ja erstmal, diese Silage hier zu machen. Und ich würde ja auf meinem ersten Grasfeld jetzt gar nicht das zusammenkehren, sondern ich fahre dann sofort mit meinem Sammelwagen. Und der Sammelwagen wiederum, der, so, letzte Bahn, der sammelt das dann halt alles schön ein. Und dann ist das alles hier wunderbar in der, im, ja, passt so. Alles wunderbar im Wagen drin, dann kommt das in das Fahrsilo rein, dann wird das platt gedrückt und so weiter und dann reift das in dem Fahrsilo. Tippitoppi. So, ne? Hoppala, nicht, nee, 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 nicht auf den letzten Metern hier noch so schnickschnack. Alter, mit meinen unegalen Wurstfingers, ey. So, komm du, du fahr doch ein bisschen gerade. Ja, muss ich. Kannst du nicht ausdecken, Alter. So, es ist vollbracht. Mann, 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 Mann. Ich hoffe, dass das hier alles was bringt, ey. Weißt du was, ich lasse das hier gleich direkt hier einfach stehen. Wenn ich den Auftrag abgebe, kann der Besitzer sich das alles abholen. Ne? Zack. Whee. Abgeben. 1, 2, 3, 4, 5 rein. Jetzt aber schnell wieder zurück. Und dann holen wir uns das nächste Gerät. Ballen pressen. Ballen pressen. Nee, Ballen doch einsammeln und dann direkt pressen. Genau, das ist das Gerät hier. Angehangen. Ja, das sind die günstigen, ne? Die formen jetzt die Ballen. Kann man hier die Größe einstellen? L. Oh, wait. Bevor ich das mache, nicht, dass ich hier... Ich hänge den nochmal ab. Nicht, dass ich hier jetzt einen Fehler mache. Also wenn ich die auf 125 lasse, ist ja gut. 125er. Nachher kann das Gerät nicht... Ich lasse das so. Ich gehe da gar nicht dran. Ich lasse das so auf 125, anstatt die Größe vielleicht einstellen zu können. Nachher kann das andere Gerät die nicht mit, mit 150 oder sowas umwickeln. Und dann stehe ich da. Also, wieder Gurkerei, wieder zurück. Und wir sehen uns auf dem Acker. Und das sieht auch schon ganz gut aus hier. Das sieht auch gut aus. So, stopp. Direkt in Position. Ballengröße lassen wir, wie es ist. Ballenpresse anschalten. Muss ich was machen? Pickup senken mit V. Okay, das war da vorne, das Ding. Heben, senken. Jawollo. Jetzt machen wir das Ding natürlich an. Und jetzt fahren wir hier schön langsam rüber. Und guck mal, das ist gar nicht... Oh, und unten rechts kommt die Anzeige. Da haben wir die Anzeige direkt. Und ich kann... Ich kann sogar relativ schnell hier drüber fahren.
ohne Scheiß, das ist schon angenehm. Das ist wirklich angenehm. Und guck mal, ich kriege eine Bahn. Kriege ich hin. Muss ich jetzt irgendwann was auswerfen oder was? Macht ihr das von alleine? Ballen abladen. Z. Ich muss es wirklich manuell abladen. Perfekt. So, jetzt muss ich das bestimmt wieder zumachen. Ja, wenn man da so eine automatische Maschine hat. Ich glaube, ich gucke nochmal nach dieser Mod von Giants direkt. Mit diesem Ladegerät da, was das dann während der Fahrt sozusagen auch ausschubst. Das ist natürlich praktisch dann, ne? Wobei, das ist schon... Ist das zu viel des Guten? Oh, wait, no. Warte. Nehmen wir den Haufen hier auch noch mit? Oder darf ich den nicht? Weil das nicht mein Gebiet ist? Tatsächlich, ey. Das ist ja frech. Arbeit geleistet, aber nicht entlohnt werden. Schmutz. So, komm. Alter, das macht schon Bock. Es macht schon Bock. Ohne Witz. Das ist gar nicht so... Oh, ich bin schon wieder überladen. Und es piept auch die ganze Zeit. Ich höre es da ja piepen, aber ich achte nicht drauf. Jetzt weiß ich, dass das Ding voll ist. Ja, weißt du was? Wir laden den direkt hier ab. Dann ist er hier mit Z, war das, ne? Direkt in der Flucht zu dem anderen. Pullert da genau hin. Direkt wieder zumachen. Wir fahren da... Wir fahren da nochmal ein bisschen drüber. Ach komm, ich fahre da schräg drüber und im Nachhinein fahre ich da nochmal. Vielleicht fehlt ja für den letzten Ball noch ein bisschen was. Und gut ist. So, das Ding mitnehmen. Klar, jetzt kommt wieder die Warnmeldung. Das ist nicht dein Acker. Nö. Schnell drüber. Wann fängt der an zu piepen? Ja, bei den letzten 80-90% oder so fängt er an. Das ist praktisch. Das heißt, ich fahre direkt wieder zurück. So, raus damit. Schließen. Witziges Ding, Alter. Witziges Dingen. Und mitgenommen. Jawohl. So, genau wieder ausrichten. Wir haben ja einen richtigen Haufen, ne? Und damit bin ich schon wieder voll. Ist das cool, ey. Das ist doch wirklich cool. Und es sieht auch noch cool aus, das Teil. Sehr, sehr, sehr nice, ey. Sehr, sehr, sehr nice. Ja, das macht Bock. Gleich nochmal angucken, wie das so aussieht, wenn das schön beleuchtet ist. Auf der Rückfahrt sozusagen. Zack. Mal eben hier schnell drüber brettern. Und da, also ohne Flachs, da stelle ich mir aber schon gut vor, dass man das mal eben gut machen kann. Was war, den laden wir mal einfach hier aus, dann ist er hier wieder in der Reihe. So. Beziehungsweise gleich mal. So, raus damit. Da sieht man das auch nochmal schön. Zack, kommt er da rausgekullert. Das Riesendingen. Hammer, oder? Hammer, hammer, hart. Jetzt machen wir das Teil wieder zu. So, der fängt sich das. Heil, ey. Sehr, sehr, sehr geil. So, alles einsammeln. Hier schön den Kleinkram, die Schnitzel und die Schnetzel. Noch mal ein bisschen zurückdrücken. Na, komm. Da muss ich ja gleich noch mal irgendwie ran. Komm hier. Und jetzt Reifen vorne drehen. So, jetzt geht das schon hier. Einen dicken Ballen kriegen wir doch da noch hin, oder? Wir kriegen sogar vielleicht noch zwei. Oh, nee. Na, kriegen wir noch zwei? Ich glaube nicht, ey. So, wieder schön zurück. Abladen. Direkt wieder zumachen. Und weiterfahren. Mal gucken. Jetzt muss ich hier alle Fitzelchen mitnehmen. Alles, was geht. Vielleicht kriegen wir noch einen Ballen mehr. Das wär's, ey. Kriegen wir das hier? Da habe ich ein bisschen was noch für bekommen. Das habe ich auch noch mitgekriegt. Wir sind bei 79%. Da vorne ist noch ein Haufen. Alter, ohne Flachs zur Not. Da mähe ich hier nochmal die letzten Dinger mit ein, ne?
die letzten Halme, die hier stehen. Da, 80, 83. Da stehen auch noch ein paar Krümel. Hier stehen noch ein paar Krümel, mitgenommen. 84. Alter, ich mach den auf jeden Fall voll, das Ding. Ne? Ich will dir die 100%. Da sind auch noch ein paar Krümel. Die nehmen wir nochmal eben mit. Ja, und das ist natürlich dann die Frage, muss man, und ich glaube nicht, ne, er sammelt sich das alles schön ein, 87. Man muss offenbar nicht komplett... Ah, das wird knapp mit dem Gras, ey. Man muss offenbar nicht komplett alles zusammenschwadern, sondern kann das wahrscheinlich auch schon so einsammeln. Aber das ist bestimmt nicht so smart. So, nochmal schnell hier den Meer dran gemacht hier vorne. Hier ist noch ein, am Seitenstreifen ein bisschen was. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Das könnte ja tatsächlich noch ein bisschen was bringen. Also, den ziehen wir hier nochmal durch. Zack. Dann waren hier noch ein paar Fitzelchen. Ich will auf jeden Fall den letzten Ballen noch komplett haben. Da ist auch noch ein Fitzel. Und dann an der letzten Ecke da hinten. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und das reicht doch dann hoffentlich. Das muss doch reichen. Und dann brauche ich natürlich gleich die Wickelmaschine. Und... den Wagen, den will ich auf jeden Fall auch haben, der dann die Ballen wieder einsammelt und dann bringen wir das Ganze weg. Also ohne Flachs, warum ist das so spannend irgendwie oder nicht so, also nicht so schlimm oder so? Also ich finde, es macht halt Bock, weil es abwechslungsreich ist. Man kann einfach so verschiedene Sachen machen. Und ich meine, letzten Endes geht es ja darum, dass man trotz allem natürlich irgendwie Cash macht, aber es soll ja auch ein bisschen Spaß machen, ne? Und das macht doch schon auch Spaß, ey. So. Na, da ist er dran. So, jetzt fahren wir hier direkt drüber, ohne Schwadern. Oh, ich habe das nicht angeschaltet, ne? V senken. Ne, doch, war. B. Jetzt ist das Ding an. Doch, er nimmt's. 90%. Er nimmt es auf. Noch mal ein bisschen weiterfahren. Er nimmt es auf. Und jetzt haben wir hier am Rand nur noch die letzten. Und dann werden wir doch fertig sein. Da hinten sind die letzten Krümel. Perfekt. Richtig, richtig cool. So, komm ran hier. Oh, oh, oh. Nein. Nein, mach keinen Blödsinn. 92%. Hör doch auf. Alter, ich pflanze hier den Rasen noch mal an. 92%? 93%? Willst du mich verkohlen? 93%? Sag bloß, ich krieg das nicht voll. Ey, Leute, jetzt wird das hier aber wirklich knapp, ne? Die letzten 5%. Du willst mich doch wohl jetzt nicht auf den letzten 5% hier verrecken lassen. Ich muss jetzt hier wirklich jedes Grashalm mitnehmen. Also muss ich nicht, ne? Aber es triggert ja dann doch ein bisschen, dass man dann nicht hier den letzten Grasfitzel noch mitkriegt. Beziehungsweise den letzten Ballen. Und maybe bringt er mir ja einfach auch noch mal ein bisschen Cash. 97%, gib mir den Rest. 98, 100! Was eine schwere Geburt, ey. Mann, 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 Mann. 100% geschafft. Uff, nochmal schön ein Ei gelegt. Abfahrt. Und jetzt holen wir uns noch schnell das Ding zum Einwickeln und den Ladewagen. Und dann haben wir es geschafft. Das bringen dann, das Ganze bringt ja dann um die 5000. Und ja, Mann, es ist es. Also es ist trotzdem noch richtig viel wert. Mann, 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 Mann. Ja, solche Aufträge, ne? Aber letzten Endes vom Zeitaufwand, es ist halt auch einfach auch nicht so stupide wie das andere, ne? Und ich überlege, ich würde jetzt hier mit 3 Reihen, mit einem oder 4 Reihen Rüben ernten und immer hin und her fahren. Nee, doch, ey. Da doch lieber hier die ganzen Geräte zwischendurch abholen und dann die Ballen wickeln.
Ja, wie das jetzt geht, das muss ich auch erstmal gucken, ey. Ballenwickler aufklappen. Ah, der fährt sich auch so zur Seite. Ah, okay. Das ist natürlich auch praktisch. Dann steht er jetzt so hier. Ja, fährt so daneben. Dann wird er eingefangen. Pup. Jawollo. Und es lübt. Nicht schlecht. Muss ich ihn abwerfen? Fällt er automatisch? Automatisches Ablegen, Anschalten, Y. Ja, warum nicht? Klar, direkt raus damit. Zack. Eben wenden. Geil, ey. Oh, wait. Den lassen wir mal so ein bisschen hier in der Bahn. Genau. Ja, witzig, ey. Zack. Flip. Geil, Alter. Paletten einschweißen. Aber schön stramm, ne? Nice, ey. Nicht schlecht. Komm, direkt raus damit. Blöp. Next. Das ist doch ein witziger Style. Zap, 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 zap. Schön luftdicht versiegelt. Damit das da auch ordentlich... Guck mal, da sind die Schneidwerkzeuge direkt, ey. Damit das da schön drin gären kann. So, machen wir den noch. Alter, bin ich froh, ne? Es hat einfach geklappt mit dem letzten Ballen. Das, da, also das wäre ja auch blöd gewesen, ne? Aber sei mal, da kannst du mal sicher sein, das war nicht geplant, ne? Das war nicht geplant, dass du hier einfach nochmal einen ganzen Ballen Bonus machst. Das war nicht geplant, ne? So, den lassen wir, ich lasse den hier direkt liegen. Dann kann ich hier in der Flucht auch direkt weiter durchfahren beim Einsammeln. Nicht schlecht. Und ich bin heilfroh, dass ich gleich die ganzen Geräte nicht noch extra wieder zurückfahren muss. Auftrag abgeben. Erledigt. Geräte abkoppeln. Pfup, in voller Fahrt. Und schnell den Einsammler holen. Den letzten Apparillo. Dann war das jetzt viel Gurkerei. Aber das geht ja eigentlich noch. Ist ja jetzt nicht so schlimm hier. Die Map sieht ja ganz schick aus. Zack. Und der hat auch diesen Greifer an der Seite. Und damit greifen wir uns jetzt die ganzen Ballen und bringen sie zum Verkauf. So, auch hier direkt nochmal gucken. Ich brauche Tempomat, Kamera und so weiter. Arbeitsstellung. Ah, okay. Und der packt sich die jetzt, oder was? Oh ja, flipp. Die fliegen direkt rein hier. So, kriegen wir den? Oh ne, da muss ich... Alter, hat er einen Wendekreis. Eieieiei. Schön den Fußball hier über den Acker gezogen. Oh, da muss ich aber nächstes Mal größer wenden. Ne? Jawollo. Alter. So, komm, jetzt aber hier. Und flipp, nächstes Gerät. Geil, Alter, die rollen einfach da so schön drauf. Ja, perfekt, der dritte. Okay, wird schön direkt nach hinten geschoben. Praktisch. Okay, dann liegt er davor, ja. Oh, das ist, guck mal, das ist gar nicht so viel, ne? Das ist gar nicht so viel, aber offenbar muss das ja richtig gut Cash bringen, wenn ich dafür, dass ich das mache, schon 5000 bekomme, Alter. Dann muss das ja richtig gut Cash bringen, ja. Next. Jawohl. Und jetzt gucken wir natürlich nochmal eben, wo muss ich hin damit? Wo ist der Auftrag? Ich glaube, es war das, die Biogasanlage.
In der Biogasanlage. Ja, und die ist, glaube ich, hier unten. Direkt unter mir. Hier, das ist auch das Ausrufezeichen. Biogasanlage. Das ist nice. Also fahren wir damit mal eben runter. Die ganzen Geräte, die lasse ich natürlich jetzt hier, ne? Das ist ja wurscht, ey. Auftrag gleich abgeben und fertig. Ja, so ein Gerät für vorne, das hatte ich ja jetzt auch schon. Das hatte ich auch schon. Dann kommt eben hinten dran dieser zweiflügelige, der dann richtig schön breit auf die Masse quasi dann auch alles oder auf breiter Fläche alles schön klein schnibbelt. Und der hatte nämlich direkt, den ich dann im Blick habe, der hat direkt diese Schwartablage. Und das bedeutet, dass der eben, während ich fahre, schon sofort automatisch alles in Reihen ablegt. Und nicht erst so weit gestreut das ablegt. Das ist natürlich schon super praktisch. Genau, da ist sie. Links, rechts, wie immer. Und dann kommen wir doch da direkt dran vorbei. Genau. Ja, und da bin ich halt gespannt. Ich meine, jetzt habe ich natürlich nicht so ein Riesenfeld. Aber wenn ich mir das gerade so angucke, das Feld, was ich jetzt hier gerade gemacht habe, das ist auch nicht so groß. Ich würde sogar sagen, das Feld, was ich gerade gemacht habe, ist sogar ein bisschen kleiner als das Feld, was ich selber habe. Das heißt, ich bekomme mehr an Silage raus, als das, was ich jetzt hier habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ballen. Wobei, kann ich hier abbiegen? Ich glaube schon, ne? Bestimmt, ja. 7 Ballen. Und ich kriege bestimmt mehr raus. So, hier sind wir an der Anlage. Ist das hier richtig? Quäset nicht, ey. Bestimmt hier hinten. Ich fahre mal ein bisschen weiter. Hier sind so mehrere Abladedinger. Die Biogasanlage. Ach, guck mal hier. Ah. Da ist bestimmt flüssig. Keine Ahnung. Ne, die sind alle gleich hier, ne? Und hier Feststoffe. Wie lädt der denn eigentlich ab? Ne, das hier ist auch... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Und ist das eigentlich auch richtig oder muss ich jetzt warten? Kann ja nicht sein, dass ich jetzt warten muss, um das abzuladen. Wait, da hinten. Oh, ich häng fest, mach keinen Scheiß. Ist da hinten noch eine Stelle? Da. Was ist das hier? Nee, das ist flüssig. Ich habe keine Ahnung, Mann. Also es muss hier vorne sein. Ja, das muss da vorne sein. Ich fahre jetzt nach da vorne und versuche das da einfach abzuladen. Vielleicht werden die dann da einfach so eingesogen und gut ist. Ich hoffe mal, dass der einfach so nach hinten ablädt, ne? Sieht fast so aus, ja. So, zack, da oben drauf. Eben rückwärts drücken. Ob das so richtig ist oder nicht, sehen wir, wenn das Licht angeht. So. Ballen entladen. Z. Hoffentlich geht das jetzt, ey. Sonst muss ich die alle wieder einladen. An dieser Stelle entladen. Ich weiß es nicht. Ja! Ja, 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 ja! Bam! Und ich habe eine Umweltstrafe gekriegt von 170. Weil ich wahrscheinlich irgendwie den Grünstreifen wieder abgeerntet habe. Auftrag abgeben. Wir haben 4000. Ich habe jetzt 4000. Und jetzt kann ich noch den Auftrag abgeben. Hör doch mal auf.
LOL. Das ist ja übelst der Hack. LOL. Okay, das ist ja krass. Auch wenn es viele Geräte sind, das ist ja der Hammer. Ich habe 10.000. Ich gehe gar nicht mehr arbeiten. Also, ich mache nur noch einmal so einen Auftrag. Zack, zack. Easy. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Wofür habe ich die ollen Bienen? Wofür habe ich die Windkraftanlage? Das macht mich ja madig, ey. 10.000. Okay, das wurde auch gerade erst wieder verkauft. Wir sind bei 9 Liter, bei 10 Liter, 38. Feld. Guck mal da. Oh, warte mal. Erwarteter Ertrag von 59, gerade runtergegangen auf 57. Muss ich das düngen? Frage. Muss ich das Gras düngen? Muss ich da was machen? Hatte ich beim letzten Mal auch schon gefragt. Muss ich walzen? Da unten steht das ja drin. Muss ich Gras walzen? Muss gepflügt werden? Muss gewalzt werden? Muss ich das noch machen, jetzt wo quasi schon das Gras eingesät ist? Fragen über Fragen. Aber das würde ich sagen, gucken wir uns dann im nächsten Livestream an. Wichtig, ich habe genug Cash. Und ich gebe das Cash jetzt einmal aus. Und zwar für die Schaufel. Und die holen wir uns jetzt mal eben ab im Shop. Ja, mein Saatbeutel, der liegt hier auch noch rum. Und hier ist auch noch das Navi an. Machen wir mal wieder aus. Die Schaufel brauche ich, um die Silage im nächsten Monat abdecken zu können und ausschaufeln zu können. Ja, Frontlader. Ich hoffe, das ist das Richtige. Oh, warte mal, hier ist noch ein Frontlader. Siehst du, jetzt geht schon wieder los. Ich glaube, ich brauche das erst. Wie soll ich denn sonst auch? Ich kaufe mir erstmal das andere. Das kostet 7.000. Frontlader-Werkzeug. Ich habe es falsch berechnet. Und keiner von euch hat es gemerkt. Ha! Universalschaufel sind 8.600, aber zum Glück habe ich die Kohlen. Gekauft. Schaufel. Da ist das Teil. Oh, Alter, sorry. Oh, ich stehe gerade ein bisschen im Weg. Da ist das Teil. Und kriege ich das da jetzt dran oder nicht? Ich glaube nicht. Wie soll ich das auch? Oder doch? Nö. Weil es fehlt ja diese eigentliche, da oben, da, diese an diesem Hebel da, da muss ja quasi dieser Ankerpunkt. Verdorch, ey. Ich sehe das gerade erst. Frontlader-Werkzeug. Ja, zum Glück ist die Kohle da gerade, ne? Kaufen. Okay. Da ist er direkt daneben. Neues Fahrzeug, ja, der Frontlader. Ja, noch ein bisschen gerade dran. So, einhaken, genau so.
Und jetzt schön mit dem Frontlader das Frontlader-Werkzeug packen. Jetzt klappt das. Das ist wiederum cool, Alter. Da habe ich einen richtigen Bagger jetzt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bediene ich den überhaupt? Nächstes Gerät wählen. Ah, so, mit gedrückter Taste. Oh. Oh, 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 tricky. Links, rechts, okay. Mit links, rechts, also linke Maustaste gedrückt, links, rechts geht's rauf und runter. Und mit rauf und runter geht's rauf und runter. Das heißt also, ich kann jetzt unten plus so schön flach drüber fahren, was draufschieben, dann anheben und irgendwo hoch und dann wieder rauskippen. Ist aber schon ein bisschen tricky, Alter. Das bedarf schon ein wenig Übung und Konzentration, damit man das dann auch richtig macht. Aber ich habe alles. Geil, ey. Schönes Ding. Nächster Schritt zum kompletten Silo- und Silage-Master, Alter. Richtig, richtig nice. Und im nächsten Monat, ich glaube, ich mache nochmal einen Auftrag. Ne? Wir machen einfach im Livestream nochmal ein paar Silage-Dinger-Aufträge hier. Das ist ja, oder vielleicht so einen riesig großen Mal. Mal gucken, was dann da so dran hängen bleibt. Und dann, ja, geht's dann in den nächsten Monat. Und das gibt's natürlich dann wieder auch auf YouTube zu sehen, wie es dann weitergeht mit der Silage, den Aufträgen, dem Geldverdienen und so weiter. Und das Ganze natürlich immer noch mit dem großen Ziel, eine gewaltig schicke Fischzucht aufzubauen. So, ihr Lümmels, Attacke Vollgas. Ich bretter jetzt wieder zurück zum Hof. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im Livestream oder im nächsten Video. Bis dahin.